Hallo Leute, ja, wir sind in Oxygen Not Included und zwar hatten wir letztes Mal mit der Wasserpumpe gearbeitet, die jetzt wo ist? Hier ist sie, da ist sie, sie kriegt aber irgendwie kein Wasser oder was? Also weil wahrscheinlich das Spiel gerade in Pause ist, deswegen sah das so aus, alles klar. Passt erstmal, wir müssen schauen, dass wir hier weiter vorankommen. Jetzt ist gerade die Frage, ob hier das mit dem schmutzigen Wasser und sauberen hier überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ne? Aber könnte vielleicht sein. Mordrak hatte ja zuletzt geschrieben mit der Wasserpumpe und so und der hatte dann auch geschrieben, dass es besser ist, dass die sich hier im Waschbecken nicht die Hände waschen, weil er da immer kontaminiertes Wasser, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber nicht bakterienverseuchtes Wasser oder was hat er geschrieben, da reinhaut. Ja, wir müssen weiter schauen, wie es hier so wird, ne? Was wir da haben, was wir machen und nach dem Logo geht es dann weiter. So, dann schauen wir mal. Ja, das mit der Luft, das ist hier immer noch, ne? Wie sieht es denn überhaupt hier so mit Sauerstoff technisch aus? Da ist immer noch alles voll. Das haben wir immer noch nicht in den Griff gekriegt, ne? Und das war irgendwie so, dass man das in Kanister abfüllen kann, aber ich habe es nicht rausgehabt, wie, ne? Das ist das Problem, ne? Kanisterfüller. Füllt die Rohrleitung geführte Gase zum manuellen Transport in Kanister. Ja, toll. Aber ich glaube, das hilft mir jetzt nicht so ganz weiter eigentlich, oder? Weil irgendwo, ja, weiß ich nicht. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber nicht schlimm, wir gehen erstmal weiter schauen, wie sieht es denn überhaupt so insgesamt so aus. Essen, 47.000, das geht. Hier, das funktioniert erstmal auch. Wir produzieren tatsächlich auch Algendestillerie. Ne, das ist sogar am Laufen. Verbraucht Schleim 600 Gramm, erzeugte Alge 200. Das, die sind ja hier am Schleim rausschmeißen, der auch immer da ist. Das sieht erstmal, glaube ich, ganz gut hier aus. Weiß nicht, wie weit das funktioniert. Was haben wir denn an Algen? 2733 Kilogramm. Die Menge ist es nicht erstmal. Aber vielleicht tut sich da ja was. Ich weiß nicht, das könnte man genauso wie das abreißen, ne? Warte mal, das ist sowieso hier. Ist das zerlegen? Die 10 legen wir mal, weil Wasser ist da drin. Das macht ja alle keinen Sinn, wenn wir das jetzt hier mehr haben, glaube ich. Zerlege ich den mal auch. Besser ist das. Hier wäre nämlich, glaube ich, auch aktiv und es könnte tatsächlich da was reingeschüttet werden, ne? Und dann hätten wir irgendwo ganz viel Wasser, was auch nicht so gut wäre. Hier können wir gerade mal den Sand rausschmeißen. Ach so, da sind mehrere Sachen drin. Okay, dann auch das einmal rausschmeißen, damit das wieder reinpasst. Was ist hier? Filter nicht eingestellt. Okay. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das Problem ist, eigentlich braucht man da ja nichts einstellen, ne? Kann man alle machen und dann räumen die da alles rein, ne? Und wenn voll ist, machst du es aus. Ausnahmen gibt es bestimmt. Zum Beispiel Eier, ne? Tiereier sollten da nicht rein. Was haben wir denn sonst noch so? Unter Verschiedenes gibt es... Okay, das ist nicht schlimm. Verflüssigbares... Eis sollte da auch nicht rein, verschmutztes Eis sollte da auch nicht rein. Veredelte Metalle könnten da ruhig rein, das wäre egal. Die Erze wäre auch egal. Tier haben wir schon rausgenommen, Samen möchte ich da auch nicht drin haben. Rohmineralien können da ruhig rein. Organisch. Schleim muss da nicht rein, verrotteter Haufen auch nicht und verschmutzte Erde sollte da auch nicht rein. Eierschalen und Algen. Ne, Algen möchte ich da auch nicht drin haben. Nährstoffreiche Erde ist okay. Metallerze ist okay. Medizinbedarf wäre auch okay. So, jetzt lassen wir gerade nochmal medizinische Packungen. Brauchen da auch nicht drin sein. Dünger und Phosphorit. Da will ich das auch nicht haben. Kleidung muss da auch nicht rein. Industrielle Zutaten. Nee, auch nicht. Filtermaterial, ja. So, und jetzt müsste ich das mal gerade hier schauen, dass ich Einstellungen übertragen mache. So möchte ich das haben und dann kann ich immer einen haben, ne? Und kann ich den jetzt hier, Lagerbehälter, Gebäude deaktivieren. Das ist mein Dingens, wie heißt es? Mein Muster. Ich hoffe, wenn der deaktiviert ist, hat er das auch noch alles drin. Das wäre nämlich ziemlich cool dann. Gut, Wasser holen sie mittlerweile. Hier ist ja auch unsere Anlage, die jetzt hier CO2 rausfiltert, aber ob das was wird, weiß ich noch nicht. Hier die Leiter hatten sie abgebaut. Hier geht es auch nicht weiter mit diesem Wassergeysir TA315X. Aber hier ist auf jeden Fall jetzt schon was gebaut. Warte mal, dann wollen wir doch mal gerade die Leiter weitermachen, oder? Ja, geht nicht. Warum geht das nicht? Wassergeysir. Analyse ausstehend. Aber ich kann Analyse abbrechen. Okay, nee, das wird... Na, dann lassen wir analysieren. Ich weiß aber nicht, ob es geht oder nicht geht. Was macht die Temperatur hier? Da wird es schon verdammt warm. Deswegen haben wir hier schon abgeschottet. Das ist eigentlich richtig. Wasser haben wir ein Problem demnächst. Hier haben wir auch schon so ein Problem mit Wasser, ne? Vor allem, das ist kontaminiertes Wasser. Da ist schon reingepinkelt worden wahrscheinlich. Und hier wird das überhaupt sauber gemacht. Wir müssten mal hier ein Zwischenlager mit Wasser haben, ne? Dann wird das auch funktionieren, dass der permanent ständig funktioniert, ne? Okay, also unsere Farm hier, die haben wir wohl im Griff. Oh, hier ist gar nichts geforscht, oder wie sehe ich das? Was hatten wir hier noch? Brackene Flow. Keine Ahnung, was auf Deutsch heißt. Sitterfontaine. Backwachscleaner. Milking Station, okay. Hier unten haben wir schon angefangen. Feststoffkontroller. Förderschienensperre. Förderbehälter. Ja komm, mach das mal, weil angefangen ist es sowieso schon. Dann kann es auch zu Ende gemacht werden, ne? Und das andere alles, ja. Ist oh, hier sogar noch ein viel weiter Katalysatoren. Lass uns die erst machen. Weil die sind schon fast fertig. Okay. Da sind wir dann erstmal à jour. Das dauert. Hier ist ein Dingensfilter dran. Wie sieht das denn mit Schlafplätzen überhaupt aus? Müssen wir da noch was bauen? Wir haben 13 Dupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Das heißt... Wie sieht es mit Temperatur hier eigentlich aus? Geht, die können ruhig schlafen. Ah, hier ist schon was fertig, das heißt, da könnte man auch gerade weitergraben, ne? Müssten sie eigentlich auch hinkriegen, dass, wenn ich das so weggrabe, ja. So, wie sieht es hier mit Sauerstoff aus? Geht gerade so, ne? Tatsächlich ist hier... Wo wir abgeschottet haben, mehr Sauerstoff wie da, wo wir sind. So ein Shit aber auch, ne? Okay, hier oben wird es dann schlechter. Oh, hier oben kann man noch eine ganze Ecke jetzt mehr sehen. Das ist doch tatsächlich richtig weit hochgebuddelt worden, ne? Dann würde ich gerade tendenziell sagen, wir gehen mal hier weiter hoch, weil hier sieht es nach Ton und Schleim und organisch. Warte, lass uns den Schleim mal gerade mit dem... Och, ist gar nicht so schlimm. Könnte man rein theoretisch sogar abbauen, da sind nur ganz wenig, aber ich würde mal sagen, wir machen das so, dass wir hier 2 Stufen abbrechen und dann wandern wir hier, nee, das ist Quatsch, wir müssen hier das machen und wandern da erstmal ein Stück nach da und wandern dann da weiter ein Stück nach da und wandern da weiter ein Stück nach da. Dann bauen wir da mal gerade Leiter hin. Oder? Ja, müssen wir wohl so, ne? Und dann müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Sieht aber erstmal gut aus, denke ich. Was ist das? Alge, okay, die könnte man auch noch abbauen. Hier können wir auch noch was abbauen. Okay, hier haben wir jetzt was gemacht, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Warte mal, wir haben ja hier schon angedeutete Räume. Aber das war jetzt hiermit, oder? Sind das 3? Das müssten eigentlich... Ne, 3 ist richtig. Das würde bedeuten... Ich glaube, den kann man nicht zumachen, ne? Oder? Doch, nee, nee, der geht nicht hin wegen der Pflanze da, denke ich. Das ist schwierig. Dann würde das bedeuten, wir müssen uns erstmal da reingraben und gucken, ob wir das mit der Pflanze hinkriegen, oder? Man die von da aus entwurzeln kann, das weiß ich nicht. Oh, hier wird tatsächlich weitergearbeitet. Krass. Also die haben ganz wenig Aufträge dann nur, wenn die hier oben schon hinkommen, oder? Kann das sein? Wie sieht es hier mit Sauerstoff aus? Geht sogar. Krass. Ja, müssen wir schauen, ne? Ah, hier müssen wir was wegräumen. Graben. Sieht erstmal gut aus hier, oder? Da ist noch ein bisschen Wasser. Ja, Wasservorrat. Das ist noch... Oh, hier geht es noch mehr mit Kühl. Da ist auch noch ein Eisbiom. Wasser. Wasser wäre noch ein großes Ding für uns momentan, ne? Okay, wir können da noch was abschmelzen und dann müssen wir noch hier notfalls verschmutztes Wasser filtern. Hier ist auch noch ein anderer Raum. Da ist Salzwasser, okay. Und hier auch Salzwasser. Gut, das könnte man reinigen und dann entsalzen. Vielmehr nicht reinigen, ne? Aber vielleicht ist das auch reinigen. Aber so richtig schönes, sauberes Wasser finde ich jetzt noch nicht hier so. Wasser ist da, aber alles verschmutzt. Und ja, da müssen wir gucken, dass es nicht kontaminiert ist, ne? Aber ich glaube, richtiges Wasser ist... Da ist noch ein bisschen sauberes Wasser. Der Rest ist verschmutzt. Ja, und hier oben waren wir jetzt, glaube ich, schon, ne? Oder? Ja. Da müssen wir nochmal genau gucken, wie wir das machen. Ja. Ein Draklet. Ja, hier wird... Achso, hier kann man auch hochgehen. Und da sind sie auch schon ein ganzes Stück dann höher gegangen, ne? Okay. Das haben wir dann auch noch nicht gesehen, ne? Was haben wir denn hier? Wasserkraut, okay. Warte mal, dann war das gar nicht der Biom, den wir eben hatten. Hier, dieser ist es, den wir eben gesehen haben, ne? Ja. Okay. Ja gut, dann müssen wir da mal dran arbeiten. Und schauen, wie wir das hinkriegen mit dem Wasser, dass wir es kriegen. Oh, guck mal, hier ist so ein interessantes Labyrinth gebaut worden. Oxylit. Hat sich der Kartendesigner ausgelassen. Ja. Okay, da kommt man sogar relativ gut hin. Allerdings ist es mit dem Wasser da so ein bisschen das Problem. Darüber gibt es sogar noch Salz. Ja, müssen wir schauen. Ach, guck mal, hier haben wir auch schon sowas gemacht, aber da kann keiner hin, weil der da fehlt. Hier kann ich auch nicht aufmachen. Das ist ein bisschen schlecht gelaufen. Warte mal, da können wir aber noch einen weggraben. Dann können wir von hier arbeiten. Machen wir erstmal so, oder? Dann drücken wir das von da aus platt. Mal gucken, ob das geht. Ich weiß es nicht. So, 2300 hatten wir vorhin an Alge. Wir haben jetzt nur 1844, also das wird trotz alledem weniger. Läuft jetzt hier nicht ganz so gut mit der Produktion. Was hat er jetzt? Ach, er war gerade schick geworden, deswegen hat er sich gefreut, ne? Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, der nächste wird schon geputzt. Der Pins, die werden hier alle schön gemacht, ne? Oh, hier ist Sauerstoffmangel drin, ne? Ist klar. Eigentlich müsste das auch mit Maske hier betreten werden, ne? Ist auch falsch gelaufen. Was war das? Objekt fehlende Ressourcen. Das ist bestimmt zum Kochen, ne? Ja, aber er kocht gerade tatsächlich. Lange Arbeitswege haben wir auch, ist auch klar. Ja, was willst du machen? Ah, die Forschung ist zu Ende. Fertig, nicht zu Ende. Gut, das heißt, die eine hatten wir jetzt fertiggestellt. Das war... Ne, die war das gar nicht. Die können wir jetzt fertig machen. Welche waren das eben? Diese hier, Kanalisatoren. Katalysatoren. Oxylitraffinerie haben wir hier. Und dann haben wir Bleichstonehopper und Molekularschmiede. Genauso wie Trinkwassersprudler. Der war der, den wir haben wollten. Ja, das heißt, den müssen wir als nächstes bauen dann. Ich denke mal, dass wir den bei Sanitär vielleicht finden. Tatsächlich nicht. Ah, hier bei Veredelung wahrscheinlich. Stonehopper, Oxylitraffinerie. Nee, der war da nicht bei, sondern bei Möbel ist er bei. So, das heißt, wo kommt der denn hin? Oh, Wasser läuft hier ganz gut, ne? Hier ist unser Speisesaal. Aber da ist kein Platz mehr. Aber hier ist noch ein ganzer Raum, ne? Keine Ahnung, wofür wir den gebaut haben. Hier wäre auch noch Platz, ne? Aber ich mache den mal erstmal hier hin. Und was braucht er für einen Eingang? Kupferbau erzeugt Wasser aus und Kohlendioxid-Sprudelwasser. Also Wasser müssen wir anschließend per Leitung, denke ich. Dafür war der Eingang. Rohr. Hätten wir auch hier, also kein Problem. Und Kohlendioxid, wie kriegen wir das denn da rein? Gasleitung? Nö. Mit einem Kanisterabfüller war das, ne, oder? Das war das, was der Mordrak gesagt hatte. Aktiviert, deaktiviert, Automatisierungseingänge. Okay. Also es wird schon mal gebaut. Müssen wir gucken, was das wird. Die Forschung ist jetzt trotzdem nicht fertig, oder was? Oder habe ich doch keine ausgewählt, oder ging es so schnell? Was sind denn neue Medien? Pixelpack, okay. Was ist das? Strandliege. Na dann. Jetanzug muss er, Jetanzug. Ja, das ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Das hier ist so ein Surfbrett, ne, oder? Ja, komm, mach den mal. Dann können die sich da draufstellen und sind happy. Und hier gucken wir, wie es weitergeht, ne? Okay, Maschine ist schon fertig. Ach, Strom brauchst du auch noch. Dann gucken wir mal, dass wir da noch ein Kabel hinkriegen. Ist ja auch gerade in der Nähe. Passt also. Und hier ist sogar eine Wasserflasche drunter, die dann befüllt werden kann. Leeres Rohr, okay. Ja, wie der funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe den noch nicht gehabt. Wir werden es sehen, aber erst in der nächsten Folge. Aber hier können wir gerade noch mal reingucken, was die freien Duplikanten noch für Möglichkeiten haben. Hier brauchen wir nicht machen, weil zu wenig Moral nachher ist. Und hier geht aber was. Ja, Schutzanzugstraining kannst du da machen, ne? Das macht vielleicht Sinn. Gut, haben wir das auch. Dann würde ich aber auch hier einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.